Wir sind mit dem 3D-Druck gestartet in 2015. Seitdem haben wir inzwischen auch schon über 100.000 Teile in der Deutschen Bahn umgesetzt. Wir haben deutschlandweit über 50 Werke. Die fragen uns, ob wir ein gewisses Bauteil entweder nochmal nachfertigen können, was sie nicht mehr anders besorgen können und beschaffen können, oder ob wir Hilfestellung leisten können für gewisse Anwendungen in den Werken, um die Produktion zu erleichtern, um Hilfestellung zu bieten, Arbeitserleichterungen zu schaffen oder Qualität zu verbessern. Hier im Werk Neumünster sind wir knapp 750 Mitarbeiter. Alle Produkte, die auf den Schienen fahren, werden halt in den verschiedenen Werken gewartet. So wie wir hier in Neumünster spezialisiert sind auf IC-Fahrzeuge, ICE-Fahrzeuge und Doppelstockfahrzeuge aus dem Nahverkehrsbereich. Aktuell produzieren wir viele Hilfsmittel und Prototypen, also Passmuster für das Modernisierungsprojekt beim ICE 1. Der ist jetzt gerade 30 Jahre auf der Schiene und wird jetzt einmal grundsaniert, praktisch komplett entkernt, lackiert, neu wieder aufgebaut. Die Fertigungshilfsmittel sind essentiell wichtig, weil man kommt nicht überall mit herkömmlichem Werkzeug, was es zu kaufen gibt, kommt man nicht überall ran. Wir haben zum Beispiel die Anfrage einer Lackierschablone, einer Unterstützung in der Lackiererei. Bedeutet, häufig sind die Mitarbeiter mit Zollstock oder mit entsprechenden Messschiebern beschäftigt, die genauen Punkte einer Lackierung auszumessen, bevor sie dann im Prinzip abgeklebt werden können. Mit 3D-Druck können wir ganz einfach eine Schablone entwickeln. Da sparen wir durchaus auch statt 30 Minuten einer Lackierarbeit. Das können wir dann reduzieren auf 2 Minuten. Im Rahmen der Modernisierung kommen die Gepäckablagen raus und auch wieder rein. Und da die Wände neu foliert worden sind, sollen natürlich keine Kratzer darauf entstehen, weil die Gepäckablagen sind sperrig, sind groß, sind schwer und die sind auf einem sehr schmalen Spalt einzubauen zur Wand hin. Bevor wir diesen Kratzschutz entwickelt hatten und gedruckt haben, haben die Kollegen herkömmlich mit Blasenfolie das immer abgeklebt und um halt auch schon versucht, Kratzer zu vermeiden. Ist aber nicht immer geglückt. Das ist jetzt erst wirklich durch den neuen Abstandshalter eliminiert worden. Im ICE 1 gibt es die Teile nicht mehr. Die müssen oftmals nachkonstruiert werden, um Ersatz zu haben. Die Abdeckkappe für die Kabelführung beim ICE-Sitz kann so nicht mehr beschafft werden. Und man hat uns gebeten, Passmuster zu drucken, um sich an das wirkliche Maß ranzutasten. Die Möglichkeit mit dem SLS-Druck ist top. Die Passgenauigkeit, die Schnelligkeit, das Material ist fest genug, also dass wir das auch wirklich ausprobieren können. Ein weiteres Teil ist die Handscannerhalterung. Die wird von den Kolleginnen der Materialwirtschaft genutzt, um sich in den Bereichen praktisch bewegen zu können und das Gerät dabei zu haben. Ich habe momentan am Standort hier 10 verschiedene Drucker verschiedenster Technologien. Die Maschinen von Formlabs verwenden wir, weil einmal das Preis-Leistungs-Verhältnis für uns unschlagbar ist, die Zuverlässigkeit gegeben ist und die Maschinen, gerade die SLS-Drucker, wirklich Plug-and-Play sind. Und das erleichtert die Arbeit doch sehr. Wenn wir Iterationsschleifen, wenn wir Teile drucken, nochmal verändern, drucken. Ja, die laufen halt 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ganze Jahr rum. Was uns hier in den Werken, in der Fertigung auch immer treibt, ist natürlich Zeit. Bei uns wird gemessen, wie schnell der Zug auch wieder das Werk verlassen kann. Weil wir haben natürlich Pläne, an denen der Zug dann wieder im Netz verfügbar sein soll. Dadurch, dass wir die 3D-Druckwerkstatt jetzt hier bei der Deutschen Bahn installiert haben, können wir schneller reagieren. Wir sind nicht auf lange Lieferzeiten, Lieferketten angewiesen, wenn wir es rausgeben würden, die Aufträge. Die additive Fertigung, die bietet da natürlich ungeahnte Möglichkeiten, weil sie komplexe Geometrien plötzlich ermöglicht, die man mit konventionellen Maschinen nie hinbekommen hat. Oder Hilfsmittel halt einfach herstellen lässt und vervielfältigen lässt, ohne dass groß hohe Mehrkosten auftreten. Ja, einmal digitalisiert, kann man es auf der ganzen Welt ausdrucken. Wo wir aber hinwollen, ist, dass wir auch Teile des Warenlagers virtualisieren. Deshalb ist unser Ziel, bis 2030 eben 10% aller Ersatzteile in der Fahrzeuginstandhaltung zu digitalisieren, sodass wir damit in der Lage sind, in dem Moment, wo das Teil gebraucht wird, das Teil nachfertigen zu können innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit und damit eben auch gewährleisten, dass wir eine schnelle Auslieferung nach wie vor vorhalten, aber eben genauso auch grün sind, ökologisch mit Materialien und Ressourcen umgehen und somit eben auch viele andere Herausforderungen lösen.